Und Sie haben mir nämlich gerade schon verraten, Frau Hoffmann, dass Sie, das ist nicht der erste Hof, den Sie besuchen heute. Sie haben eine richtige Runde. Der dritte. Sie sind sozusagen Landpartie Ultra, kann man sagen, und fahren einmal rum. Aber hier haben Sie auch schon einiges gesehen. Ja, im Prinzip, ich habe mal die Tiere angesehen, ich habe mal den Markt angesehen. Ist wirklich alles toll organisiert. Und vor allem leckeren Kuchen gab es gerade. Die Teller sind schon ratzeputze leer. Was gab es bei Ihnen? Ja, der war super. Da gab es Zwetschgenkuchen und Kirschkuchen. Und hier gegenüber sitzen noch zwei Damen, die ich auch gerade kennengelernt habe. Einmal aus Mausbach und einmal aus Autohaus Bunk, der neuen Adresse für Hyundai im Saarland. Checkt jetzt ein auf salü.de. Das schnelle Schaufenster. Sonderzwischen Übergrößen. Herrenmodekreis Salui. AC Schlackenberg, Ihr BMW-Spezialist in St. Ingbert, wünscht eine gute Fahrt in den goldenen Oktober. Sonderzwischen Übergrößen. Herrenmodekreis Salui. Grenzenlos gut einkaufen bei Leclerc, der günstige Supermarkt in Kreuzwald. Wir haben am 3. Oktober geöffnet. Wir grillen für Sie. Bratwurst 1 Euro. Und nicht verpassen, unser Superangebot. Zwei Pack Wolwig für nur 4,77 Euro pfandfrei. Nichts wie hin zu Leclerc in Kreuzwald. Unser Wetter im Saarland. Präsentiert von den Aktionswochen bei SK Küchendesign. Küchen und Lifestyle in St. Wendel und Neunkirchen. Mehr war sein Wetterchen. Heute am Sonntagnachmittag Sonnenschein bei Höchstwerten von 21 bis 25 Grad in Spitze. Und morgen am Montag sieht es noch ein bisschen besser aus. 23 bis 27 Grad können es werden. Das war das Wetter. Präsentiert von den Aktionswochen bei SK Küchendesign in St. Wendel, Neunkirchen und auf sk-küchendesign.de. Radio Salü. Die Nachrichten um 5.04 Uhr. Das Saarland, Deutschland und die Welt. Ich bin Thomas Bock. Das Deutschland-Ticket ist ein Erfolgsmodell, doch es könnte schon bald wieder auf der Kippe stehen. Der Deutsche Städtetag hat die Bundesregierung erneut aufgefordert, sich an den erwarteten Mehrkosten im nächsten Jahr zu beteiligen. Der kommt hier direkt nach den Nachrichten. SR1, die Nachrichten. Die hat jetzt Marc Langels. NATO solidarisiert sich mit Türkei. SVE holt Punkt gegen Greuther Fürth und das Wetter sonnig bis 25 Grad. 16 Uhr. NATO-Generalsekretär Stoltenberg hat den Anschlag auf das Innenministerium in der türkischen Hauptstadt Ankara scharf verurteilt. Stoltenberg schrieb im Kurznachrichtendienst X, die NATO stehe im Kampf gegen den Terrorismus solidarisch an der Seite der Türkei. Bei dem Anschlag am Morgen hatten Regierungsangaben zufolge zwei Terroristen versucht, in das Innenministerium zu gelangen. Einer von beiden sprengte sich demnach vor dem Eingang in die Luft, der andere wurde bei einem Schusswechsel getötet. Der Hintergrund des Anschlages ist bisher unklar. Deutschland und China wollen den Marktzugang für die jeweils andere Seite erweitern. Das sagte Finanzminister Lindner nach einem Treffen mit dem stellvertretenden chinesischen Ministerpräsidenten He in Frankfurt. Dies solle im Sinne fairer Wettbewerbsbedingungen geschehen. Das schaffe Chancen auf beiden Seiten für mehr verantwortungsvollen Handel und Investitionen. He sagte, dazu sollten Hürden abgebaut werden. Morgen nach Nebelauflösung sonnig bei Höchstwerten bis 27 Grad. Die weiteren Aussichten: am Dienstag wechselhaft mit Schauern und Gewitter, am Mittwoch überwiegend trocken, nur noch bis 20 Grad. Die Zeit gleich 16.04 Uhr. SR2 Kulturradio. Canapé. Mit Jochen Erdmenger. Und ich wünsche einen schönen Sonntag. SR3 Saarlandwelle. Nachrichten. NATO-Generalsekretär Stoltenberg hat den Anschlag auf das Innenministerium in der türkischen Hauptstadt Ankara scharf verurteilt. Stoltenberg schrieb im Kurznachrichtendienst X, und das waren die Nachrichten mit Marc Langels, Infos jederzeit auch auf sr.de. SR3, das Wetter für das Saarland.
Es bleibt auch am Nachmittag überall sonnig und die Temperaturen schaffen es noch auf 21 bis 25 Grad. In der Nacht bleibt es dann auch fast überall wolkenlos. Später bildet sich auch mal hier und da Nebel. Die Temperaturen fallen dann auf 13 bis 6 Grad. Aber morgen geht es wieder rauf auf bis zu 27 Grad. Das Ganze erstmal mit Nebel, später aber wieder mit ganz viel Sonne. SR3, der beste Verkehrsservice für das Saarland. A8 Saarlouis Richtung Pirmasens. Zwischen Neunkirchen-Oberstadt und Neunkirchen-Wellesweiler ist die Autobahn wegen Markierungsarbeiten gesperrt. Das Ganze soll im Laufe des Abends aufgehoben werden, aber aktuell 2 Kilometer Stau abspießen. Da brauchen Sie ungefähr 20 Minuten länger. Dann in Gersweiler am Ottenhausener Berg aktuell Behinderungen nach einem Unfall. Und geblitzt wird auf der A8 Pirmasens Richtung Saarlouis in Höhe Neunkirchen-Wellesweiler und in der Gegenrichtung in Höhe Heusweiler, in Dirmingen in der Waldstraße, in Limbach in der Hauptstraße, in Nalbach in der Hubertusstraße und in Saarbrücken in der Feldmannstraße. Und wenn Ihnen unterwegs was auffällt, dann melden Sie es gerne rein unter 0800 700 8000. Gute Fahrt! SR3 Saarlandwelle. Sportarena. Präsentiert von Tipico Sportwetten. Heute haben wir nur eine Stunde zusammen, aber dafür ist die richtig schön vollgepackt mit allem, was so in der Sportwelt los ist. Wir schauen zurück auf das Spiel der SV Elversberg, haben die Bundesliga mit Darmstadt gegen Bremen gleich live im Programm. Kurz vor Schluss steht es da 4:1 für Darmstadt gegen Bremen. Aber wir haben auch noch viel mehr für Sie vorbereitet, also bleiben Sie auf jeden Fall dran. Mein Name ist Anne Hild. Hi. SR3.